So, Tag auch. Hier bin ich immer wieder. Zurück in Hamburg erstmal. Oh, ich habe ja einen Jetlag gehabt. Da muss ich mich erstmal von erholen. Und jetzt hören Sie, was ich höre. Lärm. Lärm, Lärm, Lärm. Wie der Reinhard May das mal gesungen hat. Im Sommer geht's nur im Zimmer. Irgendein Depp irgendwo immer. Laut, laut, laut. Jo. Und um die Schauspielausbildung, da habe ich ja wieder ganz gute Nachrichten. Denn es gibt ja nur 4 Ausbildungsstätten da überhaupt so, wie heißt das, weltweit, wo die nach dieser Methode unterrichten. Und eins ist ja in L.A. gewesen, da komme ich ja nun gerade her. Und das zweite, das ist doch tatsächlich in Hamburg. Und da kann ich heute sogar weitermachen. Und die haben mir das nochmal so auf Deutsch erklärt. Jetzt habe ich das, glaube ich, auch verstanden, dass sie die Maske oder die Emotion erst maximal groß machen, um sie dann wieder zu verkleinern. Gut, das war nun in der Fleischerei-Fachverkäuferin-Ausbildung auch so. Jetzt geht das schon wieder los. Erst große Würste und dann kleine, denn die großen sind viel leichter als die kleinen. Auch wenn man das erstmal gar nicht glauben mag. Ist aber so. Und sonst, oh, das ist ja so schön mit meiner Tochter. Da habe ich mich so drüber gefreut. Wir haben uns Kinder-Baby-Fotos von ihr angeguckt und ja, sie ist schon eine richtig junge Frau jetzt. Ich meine, jetzt so eine richtig junge Frau. Das ist, oh, ich bin so stolz auf sie. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Aber ich bringe nur Babyfotos von ihr, denn ich möchte ja nun nicht, dass sie jetzt so auf der Straße erkannt wird. Wenn sie das vielleicht gar nicht will, das soll sie dann mal selbst entscheiden. Und, na, trotz so gewisser widriger Umstände freue ich mich im Großen und Ganzen doch mal erstmal, dass ich wieder hier bin, dass ich die Sprache verstehe, dass ich wieder Schwarzbrot mit Salami essen kann, dass ich den Highway bzw. die Straße entlang gehen kann, ohne dass mich gleich mal ein Polizeiwagen anhört, weil das wieder dangerous ist. Dass ich weiß, was die in den Geschäften verkaufen und was nicht. Keine Zahnbohrer im Supermarkt, aber damit kann ich ja nun leben. Ja, und dann werde ich nach einiger Zeit dann wieder in die USA fliegen. Und dann sind auch meine Amerikanischkenntnisse besser, denn ich habe mir jetzt schon Bücher gekauft und so Sprachkassetten. Dafür habe ich hier ja einen Videorekorder. Um das noch so ein bisschen besser zu lernen, dann habe ich noch einen besseren Start als beim ersten Mal, jetzt wo ich so weiß, wo die Tücken und Probleme liegen. Und ich melde mich dann einfach wieder und sage, wie das so weitergegangen ist. Oh, es ist Ruhe. Das sollte ich denn jetzt mal nutzen, um mich zu verabschieden. Bis denn, machen Sie es erstmal gut. Ja, sehen Sie, da geht's wieder los.